Hallo Lulle, herzlich willkommen zurück bei einer niegelnagelneuen Folge Dota Auto Chats. Ja, ich muss jetzt quasi Ersatzaufnahme machen, denn eigentlich habe ich gerade gestreamt. Oh, jetzt haben wir das schon wieder, Alter. Gott, ich bin so ein Anfänger, wie kommt denn das? Ja, eigentlich hatte ich gerade gestreamt, aber aus einem mir unempfindlichen Grunde ist mal wieder das Netzwerk ausgegangen. Und zwar quasi als wir im Three-Way waren. Und ich hatte die beste Runde ever, Alter. CK 3, Luna 3, quasi gefühlt in Runde 20 oder so. Ich glaube, Runde... Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Dann hatte ich noch... Ich war Level 10, ich hatte insane Sachen. Ich hatte so viele Sachen auf der Bank. Also es war so eine geile Runde. Man hat noch zu dritt. Und ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Was sind wir denn? Night 5. Keine Ahnung, was ich geworden bin, ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall war natürlich recht zum Kotzen, dass das Internet ausgegangen ist. Also für die Leute, die jetzt das Video hier schauen und im Stream dabei waren, es tut mir wahnsinnig leid. Es hat nämlich auch länger gedauert. Also normalerweise war es ab und zu ja nur ein paar Sekunden aus. Diesmal war es halt, musste ich meinen Rechner neu starten, also ein Kram, und dann kam ich nicht ins Game wieder rein. Das ging halt irgendwie nicht. Ja, war ein bisschen ärgerlich, ne? Aber okay, machst du halt leider nichts, ne? Sitzt halt nicht im Boot. Beziehungsweise doch, tue ich ja. Denn irgendwo das Problem muss ich ja beheben hier, ne? Damit. So ist das nun mal. Master Nix. Immer noch keinen neuen Kurier. Okay, der Boy Open Ford oder was? Schaffst du die Runde? Ganz schön knapp, ne? Ring of F. Da ist schon wieder der Chaos Knight. Und der war aber noch ein Tiny. So fing das eben auch an. Anti-Mage, Chaos Knight. Im nächsten Roll hatte ich dann zwei Chaos Knights. Danach hatte ich irgendwie... Ne, in diesem Roll hatte ich eine Luna. Danach hatte ich zwei Chaos Knights oder so noch dazu. Dann... es war insane. Ich hatte noch nie so ein Glück. Ohne Scheiß, das war so eine insane Runde. Und ich konnte sie im Stream nicht zu Ende spielen irgendwie. Wir waren irgendwie 700 Leute. Und dann zack! Ja! Du und Stream? Na, das Ding ist durch. Das wird nicht mehr passieren. You died well. Und da ich ja mittlerweile angenommen wurde in einem Projekt, was bestimmt schon einige von euch mitgekriegt haben, muss ich das sowieso fixen, denn da ist es katastrophal, wenn das tatsächlich ausfällt, das Netzwerk oder das Internet. Denn dann kriege ich Strafe und fliege aus dem Projekt raus. Wer auf Twitter gesehen hat, ich habe ein Bild von einem Minecraft-Icon gepostet. Ja. Also ich, und ich werde, das ist das dicke und dabei. Es wird tatsächlich so sein, dass ich das wahrscheinlich auf YouTube streamen werde. I don't know. Frag mich nicht. Das sollten wir schaffen, ne? Oh shit. Das ist ein Level 1, okay. Ja, also ich werde auf YouTube wahrscheinlich streamen, weil der Dollarcard ist auch bei dem Projekt dabei. Und wir können nicht beide gleichzeitig auf Twitch streamen, weil wir auf der gleichen Plattform streamen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auf YouTube Minecraft streamen. Ich habe, also man muss dazu sagen, ich habe ja schon zweimal Varo mitgemacht und einmal Titan. Und das kam sehr, sehr tatsächlich, überraschenderweise, sehr gut an. Aber meine Zuschauer haben sich ja schon wieder verändert und Minecraft ist ja sowieso, das noch so aktiv zu bringen, ist ja auch nicht das einfachste Unterfangen. Ich bin ja sowieso kein Minecraft-Spieler, aber das wird sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Muss ich ehrlich gesagt einfach mal so gestehen. Das ist der Elfenbuff, ne? Ja, okay. Ja, das wollte ich euch nur mal so mitteilen. Was ihr daraus jetzt macht, das ist euch überlassen. Wieso hast du schon Level Up? Damit.
gekriegt. Enchanted, I'm sure. Damn it. Aber ja. Und das wird auch bald beginnen. Und ich mache mir ganz doll Sorgen, weil, naja, es passt halt so gefühlt überhaupt gar nicht auf meinen Channel. Und. Leveln wir auf. I guess. Machen wir das so. Einen anderen Bonus haben wir eh nicht. Ja, machen wir so. Ja, also. Physical, okay. Ja, wollte ich euch heute nur euch mitteilen, ne? Also nicht, dass ihr euch denn wundert irgendwann. Das beginnt jetzt irgendwie auch die nächsten ein, zwei Wochen. Und das wird sehr spannend. Aber ja, da muss ich halt das Problem primär sowieso direkt beheben, denn wenn da das da passiert, dann kriegst du ja, kannst du ja strafen und so, dann fliegst du aus dem Projekt raus. Und ich denke, wenn ich das schon starte, dann möchte ich natürlich auch so lange wie möglich drin bleiben und auch da irgendwie was reisen oder so oder einfach nur unterhaltsam sein. Schauen wir mal. Hättest uns gerne noch eine Windranger geben können. Huh. 47 Grunddamage in 1,3 Sekunden. Okay, du bist auf jeden Fall besser. Holy shit. Können wir erstmal dem Anti-Match geben. Macht keinen großen Unterschied. Achso, und für die Leute, die natürlich jetzt bei den Streams nicht dabei sind und jetzt gerne wissen wollen, wo das Problem dann liegt und so. Das weiß ich halt natürlich noch nicht. Macht Sinn. Sonst hätte ich das Problem schon behoben. Aber ich habe auch schon sehr viele Kommentare von euch oder, ne, also Hilfestellung von euch allen bekommen. Deswegen habe ich da noch ein paar Fehlerquellen, die ich unter die Lupe nehmen kann. Deswegen vielen Dank, falls ihr mir jetzt helfen wolltet. Aber erstmal muss ich die Sachen zusammensuchen und überprüfen, die ich bereits jetzt schon als Fehlerquelle gesagt bekommen habe. Vermeintliche Fehlerquelle, also eine, die halt sein könnte. Unter anderem mein Netzwerkkabel, weil, also ich verliere halt die Netzwerkverbindung, also als wenn ich keine IP mehr habe. Die IP habe ich auch schon standardgemäß hinzugefügt, sodass eine permanente da ist. Ich verliere also meine Netzwerkverbindung und habe also somit kein Netzwerk mehr. Mein WLAN funktioniert noch über Handy und so, das Internet ist also quasi auch noch da und die Fritzbox sagt mir auch nicht, dass da irgendein Problem herrscht. Bedeutet also, irgendwas an meinem Rechner muss es ja verursachen. Das kann entweder die Netzwerkkarte sein oder vielleicht das Netzwerkkabel. Ich glaube nicht, dass es das Netzwerkkabel ist. Wäre aber natürlich ganz schön, weil das eine günstige Alternative wäre, um das zu beheben. Jetzt mit dich rauf. Und maybe dich. Und dich maybe. I don't know. I guess not. Ja, und da muss ich halt nochmal, also ich werde halt das Netzwerkkabel jetzt zuerst einmal überprüfen, dann muss ich mir jetzt erstmal neues kaufen. Und dann mal schauen. Das Problem ist, ich kann das ja nicht direkt testen. Ich muss halt dafür streamen oder am Rechner sein und irgendwas zocken oder so und halt schauen, ob das, also ich merke nur, ob es den Fehler behoben hat, wenn dieser Fehler nicht mehr vorkommt. Das ist das große Problem dabei. Und ich habe auch schon Streams gehabt, wo das gar nicht passiert ist. Das weißt du? Deswegen ist das nicht so simpel. Razer 3. Also, Razer für 3 Gold. Ich verzichte drauf, weil ich jetzt auf Gold gehen will. Ich setze mir aber darüber. Machen wir mal so.
Außer den Tee. Diesmal ist er 2, by the way. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Schließlich einer, den wir auch gerne hätten. Okay. Behold a wolf in man's clothing. Hm. Hm. I don't know. Ich glaube, das schafft es halt nicht. Das Problem ist, wir haben kein Mana. Also kein Voidstone oder Crown oder so. Weil dann könnte ich sagen, okay, dann macht es Sinn, die Medusa reinzustellen. Aber so nicht. Oh, ein Neko. Wir haben keinen Lycan gespawnt und der Omni hat sich auch hochgehealt. Und die Medusa hat ihre Ulti nicht gemacht und die Enchantress hat zu spät ihre Ulti gemacht. Okay, cool. Das hat Spaß gemacht. Gute Runde. Gute Runde. Fuck Lycan. Und fuck dich auch. Time for target practice. Another arrow in my quiver. Ich mach das aus. Hm. Head for the quarry. Jetzt haben wir nämlich 20 Gold. Deswegen habe ich das gemacht. Jetzt haben wir halt keinen Beast Buff mehr. Die Enchantress ist irgendwie. Sie kommt nicht wirklich dazu, ne? Zur Ulti. Oh, schön, schön. Das schaffst du leider nicht. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Leichte Losing Streak haben wir sowieso am Start. Dies passt schon. Hm? Zwei selber. My quiver and bow are ready. Das ist nice. And I'm the broad. Okay, jetzt versuche ich das sogar einmal die ganze Zeit. What the fuck? Okay. Dann machen wir das so. Dann kommst du weg. Dann machen wir einen Reroll. Oh. What? Okay. What the fuck is happening? Pushen wir das Ganze jetzt? Push it to the limit oder was? Okay, let's go. I don't know. Das könnte jetzt ein Missplay gewesen sein, weil wir ja eigentlich prinzipiell auf Economy achten müssen. Aber da wir jetzt so gute Rolls hatten und Upgrades und vor allem, was jetzt meine Intention leider war, wir haben S4er bekommen von Alchemisten und S4er Lone Druid. Und das bedeutet für mich, es macht Sinn aufzuleveln, damit wir mehr Prozente haben auf diese S4er. Und von 7 auf 10% sind wir jetzt gesprungen. Und jetzt könnten wir, das ist mein Plan, mit einer Winning Streak uns relativ schnell wieder nach oben kämpfen, was unser Gold angeht. Na? Der meist geäußert 28. Hier ist nichts, was wir brauchen, wir werden auch nichts kaufen. Das heißt, jetzt werde ich natürlich aufpassen, dass ich keine Scheiße mehr baue. Das heißt, rerollen und so. Neko wäre ganz nice, für Undead-Bonus nicht ganz so wichtig. Wir könnten halt tauschen gegen die Medusa, würde ich halt auf jeden Fall tun. Aber die Medusa ist okay, sofern sie dann irgendwie dazu kommt und ein bisschen was leistet. Immerhin hat sie 60 Grunddamage. Das ist hart. Eine Enchantress 3, die auch ihre Ulti locker machen konnte. Somit kommen wir, glaube ich, nicht zu unserer Winning Streak. Obwohl, wenn deine. Ja, deine Ulti. War die zu kurz? Kann das sein? Das war gut. Ich hatte Schild. Oh, fuck. Sie hat gerade ihre Ulti gemacht. Er ist gestorben. Sie sind gesprungen. Fuck!
Und jetzt haben wir auch noch ein Upgrade. Damn it. Okay, das wirft uns auf jeden Fall zurück. But alright, Runde 15. Oh, das ist auch nicht... Als Hunter ist es nicht einfach. Aber wir haben jetzt die ganzen Level 2er. Es dürfte reichen. Wir können ja mal 6 Hunter wieder ausprobieren. Viele von euch mögen das ja sehr gerne. Jaspers Lieblingsstrategy. Das habe ich jetzt angemacht, damit ich mit einer Hand spielen kann, weil ich gerade so relativ leger hier so rüberhänge. Also das muss ich echt sagen, ich spiele immer super entspannt Auto-Chess. Schade, wir haben die Claws nicht bekommen von unserem Sniper. Ich denke, wir pumpen auch Sniper zu mit den Items. Ich würde denen auch die Mask of Madness geben tatsächlich. Nichts, was wir brauchen. Alles soweit okay. Zack, zack. Was geben wir dir? Biggest Upgrade wäre wahrscheinlich der Lone Druid. Einfach, also ein für ein Chesspiece. Nicht mal der Neko. Ich würde sagen, der Lone Druid, weil wir dann 2 Tanks haben, weil uns fehlt halt eine Frontline. Unsere Boys können nicht lang genug unser Damage austeilen. Vor allem die Medusa geht halt sofort drauf. Was ein bisschen schade ist. Aber okay. Level 7 sind wir und auch schon relativ lange erst da. Aber wir haben noch keinen S4er gekriegt seitdem. Oh, Crystallis. Das könnte, wenn die noch ein bisschen länger dabei ist, echt problematisch werden. Oh, Ufo hat kassiert. Nice, wir sind Erster. 77%, 7 ist meine Lieblingszahl, 2 mal die 7 ist ja noch besser. Easy peasy. Wieder nichts, was wir brauchen. Wir haben 20 Gold. Hoffentlich können wir unser Winning Streak jetzt aufrechterhalten, ey. Ich weiß nicht, ob ich davon Fan bin. Das ist das Einzige, was wir noch hatten, abgesehen vom Wasser. Vanilla Coke ohne Zucker. Also Zero. I don't know. Er schmeckt ein bisschen anders. Aber ich war immer noch kein großer Fan der Vanilla Coke. Ich fand sie ab und zu okay, ab und zu ein Glas ist okay, aber zu viel geht halt gar nicht. Das ist decent. Also ich würde was anderes bevorzugen, aber ist okay. Also man kann das mal trinken. Ne? Für die Leute, die sich das gefragt haben. Kein Bären. Geile Meile. Jinx sich das also immer mit unserem... Oh. Vielleicht jinx ich das auch nicht. Okay, nice. Oh, ich dachte, er springt schon wieder, während sie schießt, ne? I guess. Undead Bonus. Ich meine, er hat ja schon Undead quasi. Seine Ulti macht das ja. Aber mehr Gold können wir eh nicht kriegen. Wenn wir jetzt verlieren, dann müssten wir das verkaufen. Aber please, lasst uns nicht verlieren, das wäre sehr nett. Das sieht aber richtig hart aus. Kein Bären. Wir wurden auch gecrittet und die Ulti kam viel zu spät. Fuck. Damit. Ja, bei ihm sieht das auf jeden Fall knapper aus als bei mir. Troll. Wir brauchen aber nichts. Okay, wir verzichten auf dich. Tatsächlich. Da ist mir das Gold denn lieber. Du brauchst dringend irgendwas, was dir... Ach, eigentlich musst du da Level 2 werden. Level 1 bist du eh nicht so gut. Lieber Lone Druid.
Ja, mal Damage haben wir halt Level 2, aber. So dass sie halt ihr Damage ausleben können, ist halt. What the fuck? Rollt er die ganze Zeit? Er rollt die ganze Zeit, aber es funktioniert. Er ist auch voll Beast. Gott. Hier ist The D. Ah, Medusa, okay, okay. Sie hat ihre Ulti rausgekriegt. Alles hat sie geleistet, was sie leisten sollte. Passt, passt. Oh nein. Ulti? Oh, shit. Freaking Coconuts. Time for target practice. 120. Kann man die besiegen? Ich glaube fast nicht. Wir haben halt kein Level 2 an der Frontline. Damn it! Dann nehmen wir das wohl so hin, wa? Vielleicht schafft die Medusa ja ihre Ulti irgendwie rauszukriegen. Keine Ahnung, wie sie das schafft, aber vielleicht. Ne? Nicht mal die Ulti kam. Oh, der Bär ist da. Come on. Nein. Das war nicht gut. Das wiederum ist ganz anständig. Das hätten wir eben gebraucht, dann hätten wir die auch besiegen können. Bin mir ziemlich sicher. Wir haben auch noch 63% Leben, aber das ist relativ knapp bis dato, ne? 24 bis 71, also der Gap ist halt gar nicht so gewaltig zwischen den einzelnen Plätzen. Ja, der Hunter-Boy sieht ein bisschen... Obwohl, doch, ja, er hat Undead-Bonus, Mask of Madness of Grow, alles Level 2 was Damage angeht und Level 2 an der Frontline. Zwei Level 2 an der Frontline sogar. Und er hat auch über 50%, 50 Gold. Okay. Wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, 6 Hunter draufzustellen, oder? Doch, wir hätten 6 Hunter, sicher jetzt erst. Okay, never mind. Sind vielleicht 6 Hunter besser als du? Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können, ne? Der die Hände vor das Gesicht geschlagen? Oder sagt ihr, 6 Hunter ist jetzt nicht so krass? Oh Gott, wieder gegen Ufo. Ah, okay. Ah, like oh, Lucky Shield. Alright. I'm Rizra. Don't touch me. Head for the quarry. Alright, wir sparen. Da bin ich jetzt eiskalt. Und dann versuchen wir zu rollen, beziehungsweise zu leveln. Der Troll War Hunter, das ist halt, der heißt auch so, fällt mir jetzt mal auf. Okay. Er ist noch Level 6, hat 0 Gold, 15% Leben, hat ein Level 3 Task, Level 3 Enchantress. Okay. Wir müssen halt früh genug ausschalten, bevor er irgendwie sich wieder erholen kann. Schön, die Ulti kam noch. Medusa Ulti kommt noch ein bisschen. Ja, ja. Ach, schön. Wunderbar. Wunderbar.
Wunderschön. Traumhafter. Ich brauche mehr einer, also ich brauche Bros und so weiter. Deswegen habe ich jetzt erstmal zwei Level einer rausgekauft. Ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ich könnte es auch mit dem Lone Druid machen. I know. Mishing. My quiver and bow are ready. Das war jetzt so nicht geplant, dass ich so viel Gold ausgebe. Ich könnte Windranger verkaufen und Disruptor. Na komm. Wir pfeifen auf die Economy. Wer braucht denn schon Geld, wa? Oh shit, wieso ist der so stark? Wieso hat meine Medusa keine Ulti rausgehauen? What the heck? Du bist doch Level 2, die Flasche. Komm, was hier? Gewinnt. Damn it. Oder 25? Wir machen nix. Wieder den Finger gejuckt zu rerollen, aber nein, wir machen nichts. Und danach gehen wir auf Level 8. So haben wir die Chance auf den Tidehunter. Maybe. Who knows? Könnte ich zum Beispiel die Mirana ersetzen. Aber gegen wen? Row 2 vielleicht. Aber vielleicht auch gegen Necro. Oder so. Okay, Claws und, die Demon Edge. Claws und Demon Edge. Okay. Claws. Okay, nix. Auch cool. Ja. Auch cool. Hoppla. Er schafft es nicht. Er ist rausgeflogen gegen die Vögel. What? Wem ist denn das passiert? Ey, das ist ja lächerlich. Enchanted, I'm sure. Hmm. Don't do it. Eine Elfe. Noch ein Alchemisten. Disruptor. Ich glaube, ein zweiter Draw wäre vielleicht klüger gewesen. Wir hätten den Abaddon setzen können für Undead. Oh, da ist Mr. Gods. Aber er kommt nicht zu seinen Ullis. Er hat nämlich kein Mana. Oh, yes, baby. Hat sich das auch erledigt? Mit der Frage bezüglich, wen wir aufs Feld stellen. Was verkaufen wir, hä? I think... Enchantress. Gott, Tis Willen. Nehmt mir das bitte nicht übel. Mein Gegähne. Oh, shit. Immer noch Level 7 jetzt mit einem Gold. Darth Vader ist raus. Ist okay. Nicht das größte Upgrade, was wir je hatten, aber... I'll take it!
Wir brauchen noch den Alchemisten Doss. Tidehunter wäre halt ganz nice, ne? Wenn wir den Naga-Bonus hätten. Necro wäre huge. Okay, kein Bären. Tusk ist auch tot. Das ist okay. Also sechs Hunter gehen dann doch schon durch wie Butter. Was mit Dake, hä? Hast du kassiert, Amanakoi? Easy peasy. Nicht wirklich. Wir haben dafür hart gearbeitet. Komm, kannst du mal deinen Mund weghalten? Niemand interessiert sich für dich. Goddammit, verpiss dich doch. Keiner braucht dich. Master of Beasts. Time for target practice. Okay, wir gehen Level Up. Wir fokussieren uns auf Level Up, damit wir mehr Chancen auf den Tidehunter haben. Und das ist auch der einzige Grund. Assassin ist 2 PA2, also keine 6er, nee, ganz im Gegenteil. Ganz schön viele gleiche, also Pärchen. Ist da an mir. Schön. Der UFO hat schön von uns kassiert. Stört euch das eigentlich, wenn ich immer so rumschreie, weil ja viele von euch immer schlafen wollen währenddessen. Sollte ich lieber ruhig und bedacht reden, möchtet ihr, dass ich in einer monotonen Stimme spreche, sodass ihr euch ganz darauf konzentrieren könnt, euch fallen zu lassen, während ihr die Augen zu habt, über eure nächsten Errungenschaften nachdenkt, vielleicht davon träumt, im Lotto zu gewinnen oder einfach nur das Gehirn ausmacht. Während ich das gesagt habe, habe ich natürlich wieder gerollt und nicht gelevelt. Was ist denn eigentlich mit unserem Element Boy hier? Der bringt uns nicht voran, ne? Kein Bären. Das bringt nichts. Autsch. Autsch. Verloren, verloren, verloren. Gewonnen. Ich level einfach mal komplett auf. Kein Bock zu warten. Du kommst rein. Enchanted, I'm sure. Und das kriegst du. Juhu! Wir haben halt nichts in Aussicht ansonsten. Das ist halt krass. Okay. Der andere Hunter-Boy. Da ist einer Medusa was. Okay. Nein, wir bleiben auf Level 9. Oh shit, den brauchen wir. Alright, alright, alright. Also wir haben jetzt den Undead-Bonus noch dazu. Zum 6er Hunter. Kein Bären. Wieso crittest du so doll? Wer hat uns hier so gecrit? Ah, okay. Schön. Die Ulti war wichtig. Enchantress Ulti. Autschi. Upgrades. Okay.
Ich brauche noch eine. Oh, shit, what? Alright. Okay. Wir sind noch nicht aus dem Rennen. 21 HP, das sollte noch reichen, auch wenn wir hart auf die Fresse kriegen. Hoffentlich. Ansonsten. Okay, come on. Schön. Das heißt, wir können ein bisschen was aufräumen. Wir können ihn nicht töten, auf gar keinen Fall. Aber wir töten noch ein paar Units. Okay, das ist okay. Schon Warlock Hunter ist raus gegen uns. Das heißt, jetzt brauchen wir ein Neko und ein paar Druiden. Oh. Eine Enchantress. Oh, nice. Ich glaube, wir brauchen nur noch eine Enchantress. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Medusa, Enigma. Ayo. Ayo brauchen wir auch. Ich kann dich nicht, also es bringt nichts. Ayo würden wir für Alchemisten benutzen. Ich lasse ihn auch. Also ich finde Alchemisten sehr, sehr gut in der Hunter-Kombo. Okay, das ist ein Hunter, das ist okay. Gut. Schön. Ufo ist auch raus. Enchantress. Damn it. Okay. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt nur auf die Enchantress warten. Alles andere ist jetzt nicht mehr für uns relevant. 35 wird jetzt für uns schwer. Wir kriegen aber nur 3 Damage, das ist okay. Runde 40 werden wir nicht schaffen. Aber das könnten wir aber schaffen, wenn Medusa ihre Ulti rauskriegt. Ich habe es jetzt nicht gespreadet. Hier kam nochmal der Bär zu sprechen. Oh. Plate Mail, nicht ganz so nice für uns. Ja, egal. Du hast verloren. Du hast auch verloren. Gut. Enchanted, I'm sure. Alright. Time for target practice. Ja. Was bleibt uns jetzt so übrig? Die Chesspieces kaufen, die wir brauchen, ne? Also zum Level 3er machen. Ich könnte jetzt auch sparen. Also ich werde jetzt nicht mehr rerollen, weil der Reroll bringt uns nichts. Selbst wenn wir mit dann 40 Gold verlieren. Perfekt. Den haben wir raus. 101 noch am Start. Hunter gegen Hunter tatsächlich. Was hast du? Du hast 2 Warlocks nur. Oh. Okay. Dann machen wir das so. Stehst du auf der Seite? Fuck, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich das umdrehen muss. Er müsste hier stehen, oder? Ja, okay. What? Er wird einfach hingerichtet, unser Tide. Aber das haben wir easy. Und wir haben auch auf seinem Feld easy. Perfekt. Er hat noch wie viel Gold? 0 Gold und hat nicht so viel Potenzial. Die Death Prophet 2 wäre was Großes, aber ansonsten nichts. Jetzt können wir auch rerollen für den Tide. Oh. Okay. I could eat a shark. Stellt so, ah, du hast gemittelt. Alright. Teil 2 war natürlich jetzt sehr lucky. In 2 Rolls quasi.
gut. Die Ulti kam, die von Alchemisten kam, bevor die von Titan gekommen ist, was halt perfekt ist, weil somit kann er, hat er die Zeit gehabt, sich zu regenerieren und er hat mehr Damage ausgeteilt durch, holy shit, durch die Armor Reduction. Okay, jetzt das Rerun ist halt eigentlich echt wieder unnötig. Kann ich also auch sein lassen. Er splittet jetzt. Alright. Wir lassen dich und dich trotzdem. Ja, das solltest du soweit schon schaffen. Dann machen wir das so. Du kommst hier an die Seite. Ja, das dürfte so okay sein. Sofern er seine Ulti rauskriegt. Sollte er aber, wenn er nicht unlucky irgendwie gebasht wird oder sowas. Ja, sehr gut. Hat fast alle erwischt. Und das ist das GG. War eine relativ schnelle Runde, ne? Gefühlt auf jeden Fall. Na, 41 Minuten ist jetzt nicht die schnellste. Aber war eine gute Runde. Wir haben es geschafft. Wir konnten den Sieg davon tragen. Nach Hause nehmen. Kriegen wir das Endbild? Yes. Night 6. Ja, kämpfen wir wieder nach oben. 6 Hunter, 2 Naga, 2 Undead. Das war doch gar nicht mehr so schlecht. Wir hatten auch gutes Glück. Aber das braucht man halt, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen und unterstützen. Ja, einfach abonnieren. Glocke anmachen. Nicer, nicer. Haut rein.